Ja, die will ich auch mal wieder spielen. Muss mal gucken, ob wir heute Abend Zeit dafür finden, weil wir noch genügend mit Cosplay beschäftigt sind. So, gib, gib. Zack, zack, zack. Ganz schön kalt hier oben. Man kriegt auch jede Menge Gesundheit hier wieder. Bedeutet das etwa nichts Gutes? Kampfgeräusche. Wurde das Kaja vor angegriffen? Oh ja. Ein Verderber. Wir haben es ja schon geahnt. Mit so viel Health Points, die man hier bekommt, für den Medizinbeutel, finde ich schade, dass du wenig Zuschauer hast. Ja, ist alles gut. Ich streame ja für euch, die da sind. Schwäche, Feuer. Okay. Dann werden wir dich mal überhitzen. So, überhitzt mein Lieber. Immer schön brennen. Oh, so, wir müssen jetzt mal hier kurz ein paar Sachen abmachen von dir. Das da. Was? Das hängt doch dran. Krass. Oh Mann, oh Mann. Die Maschinen sind gefährlich. Ja, ich weiß, dass die Maschinen gefährlich sind. Das brauchst du mir nicht sagen. Ich spür's am eigenen Leib. Aber der Verderber ist schon fast down. Und ich auch gleich, wenn es so weitergeht. Kurz. Wow, das war nötig. Alter. Ich komme ja gar nicht mehr weg. Es sind zu viele. Wow. So. Und. Das ist der Wahnsinn, ey. Ich muss das anders regeln. Einmal den hier. So. Du kannst da gerne mal reinrennen, weil der nervt ein bisschen. Ja, genau du. Nicht was ich wollte. Boah. Nicht reingucken. Kurz nochmal den hier machen. Für dich habe ich das eigentlich nicht gemacht. Ich habe es eigentlich für den da gemacht. Boah, ey. Läuft bei dir, Maschine. Nice. Das müsste dann der letzte sein. Mal kurz den hier noch durchsuchen. Eine schöne Spule gehabt. Harter Kampf. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Die Sonne das hatte wohl kaum was damit zu tun. War eine nervige Kombination, muss ich ehrlich gestehen. Easy, ja, absolut easy. Kam kaum ins Schwitzen. Ich brauche definitiv mal einen besseren Bogen hier. Mädchen, komm her! Wenn du mir so kommst, komme ich nicht her. Bye. So, meine Lieben. Was geht ab? Cutscene. So. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor. Und informiert Hauptmann. Warum gehst du immer wieder in Pause? So. Balan, wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen. So. Zack. Nach Meridian! Let's go! Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Was sagst du noch so? Ich zock Dead by Daylight, Genshin Impact, Horizon, wir wollen noch Cyberpunk für das Let's Play spielen. Biomutant wollen wir auch noch spielen. Also, einiges. Nur einiges vorzuspielen. Das hier ist ja quasi eine Let's Play-Aufnahme für YouTube. Wenn du gerne das Let's Play von Anfang anschauen möchtest, gib gerne Ausrufezeichen YouTube ein. Du kommst auf meinen Kanal. So, Fertigkeiten, 4 Punkte.
So, mehr Munition herstellen mit derselben Rohstoffmenge oder mehr Ressourcenplätze ist jetzt die Frage. Ich glaube mehr Ressourcenplätze. Let's go. Zack. Die restlichen Punkte können wir dann hierin investieren. Ja, die zwei dann. Okay. Die Stadt der Sonne. Stufe 21 erreicht. Ihr Bui. Du sprachst von Schwierigkeiten in den Manuk-Ländern. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Da hat er wohl recht. Gut, dann gehen neue wir wieder. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Das Witzige ist, das hier ist das DLC. Wir sind, glaube ich, noch nicht stark genug für das DLC. Auch wenn die eisige Wildnis. Ab Stufe 30. Aber wenn wir es schaffen sollten, jetzt schon dorthin zu gehen, könnten wir eventuell schon super ausgerüstet sein für das ganze Game. Was meint ihr? Sollen wir es probieren einfach? Na, ich glaube noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen besseren Bogen. Das ist Stufe 30 im Fall. Ich weiß. Das ist Stufe 21 gerade momentan. Hast nichts zu verlieren? Ich glaube, das wird echt hart, Mann. Okay, wir probieren es mal. Und dann endet, glaube ich, auch schon der Stream. Okay, come on. Auf ins DLC. Boah, wir müssen voll weit. Egal, wir rennen einfach durch und gucken, ob wir hier durchkommen. Weil da wartet ein Gegner auf uns. Und wenn wir den Gegner schaffen, können wir den Rest auch hinkriegen. Und wenn nicht, dann wird's schwierig. Ich geh jetzt erstmal DVD spielen. Viel Spaß noch. Alles klar, Flex und Jaxi. Dann bis demnächst und viel Spaß bei Dead by Daylight. So, ihr sagtet, wir haben nichts zu verlieren. Auf geht's, ab geht's. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Bin mir noch nicht sicher, ob das schneller ist oder einfach Rennen schneller ist. Mein Bruder hat sich eine 3060 Ti gekauft. Oh, nice. Ja, ich lasse euch mal alleine. 3060 Ti? Why not? Lang doch. Wie heißt das Spiel? Ausrufezeichen Game eingeben, dann kriegst du immer die Information, was für ein Spiel es gerade momentan ist. Wir spielen gerade Horizon Zero Dawn. Ist ein gutes Game. Ganz ruhig. So. Ein Stückchen müssen wir noch. Ui, das sind, Alter, drei Stück von denen. Aber die geben aber bestimmt gute Beute. Sollen wir es wagen? Komm. Das war der nicht getroffen? Anscheinend nicht. Ah doch. Was ist da hinten? Oh, damn. So, aber einer ist down. So. Oh shit, das Ding ist gar nicht gut. Oh, es sind noch viel mehr. Das sind ja vier Stück. Aber natürlich habe ich die falsche Taste wieder losgelassen. Komm, frier einfach ein. Mindestens eins zuerst down gegen. Wow! Was ist das denn für ein Zauber?
Die kommen näher, das ist schlecht. Was ich mich hier alles einlasse, ne? So. Extra down. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich hoffe, das lohnt sich hier, was wir da machen. Oh, was kommt denn da hinter mir? Ist das dein Ernst? Misch dich nicht in unsere Angelegenheiten ein hier. Ein Schuss noch. Dead. Oh, das hinten ist kaputt gegangen. Schade. Keine Maschinen holen hier. So. Nein. Ja. Jetzt schnell nachsetzen. Ja, das Teil hinten ist auch kaputt gegangen. Man muss es zuerst abschießen, dass es runterfällt. Okay, wieder was gelernt. Ich weiß nicht, ob es der Stress jetzt sich gelohnt hat. Na gut, was Experience angeht, ja, würde ich... alles gut bei dir? Würde ich sagen, ja. Was Loot angeht, naja, könnte besser sein. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja, guck mal hier. Oh yeah. Oh. Na okay, ich nehme alles wieder zurück. Hat sich doch gelohnt. Nice. Ich geh mal essen. Elikol, alles klar. Gibt lecker Hähnchen und Reis. Oh, man sieht sich im nächsten Stream. Haust du rein. Und guten Appetit wünsche ich dir. Und danke fürs Zuschauen. Moin Blank. Willkommen, willkommen. So. Rennen wir mal durch hier. Wie weit ist es denn noch? Nicht mehr so weit. Oh, die haben mich entdeckt. Auf in die eisige Wildnis. Genau da will ich hin. Boah. Läuft bei dir. Der Damage da raushaut. Lass mich mal hier. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich will nur was ausprobieren. Ob ich es schaffe, die Quests zu erledigen. Ist schon mal Lagerfeuer, das ist ja gut, da kann ich wenigstens schon mal abspeichern. So. Dankeschön. Sehr hilfreich. Benutzt deinen Speer. Kannst du die Maschinen schon überbrücken? Ich weiß nicht, ob ich die Maschinen hier schon überbrücken kann. Ich bin gerade in dieser Stadt angekommen, wo man das DLC quasi freigeschaltet hat. Diese DLC-Quest. Und die verfolge ich jetzt gerade. Weil ich wissen möchte, ob ich es schaffe, die Maschine vor dem DLC-Abschnitt zu erledigen. Falls ich es nicht schaffe, war der ganze Weg hier fast umsonst. Ohne fast, weil wir ja Lagerfeuer eigentlich freigeschaltet haben. Eine Quest, wo man einen Teil zum Überbrücken bekommt. Das habe ich schon. Ich habe aber noch nicht alle freigeschaltet. Noch nicht alle Brutstätten gemacht. Erst eine. Liest du Mangas? Und wenn ja, welcher ist dein Favorite? Meine Wiedergeburt als Schleim und One Punch Man lese ich gerade momentan noch. Und die feiere ich auch sehr hart. Also One Punch Man
muss ich mir den neuesten Teil noch kaufen. Der ist anscheinend demnächst rausgekommen. Teil 22, also Band 22 habe ich schon durchgelesen. Du spielst auf PS4, oder? Nein, ich spiele auf dem PC. So, hier ist noch ein Lagerfeuer. Ein Moment des Friedens. Nebenquest, okay. Ach, die Maschinen hier. Alle friedlich. Beisammen mit den Menschen. Lagerfeuer entdeckt und ein Händler. So, Hallöchen. Haben Sie was Cooles für mich? Nein? Okay. So, wo muss ich denn jetzt hin? Darunter? Nee. Ich glaub's eher nicht. Ich glaube, ich muss nach oben. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf. Keine Ahnung, was da über dir labert, aber der ist auf jeden Fall gesperrt. So, tschüss. Hinuntergestiegen. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, da. Ich bist du irgendwann auch Genshin Impact? Wenn ja, dann wann? Ich habe vor Horizon Zero Dawn Genshin Impact gespielt. Haben wir heute schon gemacht. Ich spiele das so gut wie jeden Tag. Im Stream. Bitte gerne auf dem Seil laufen. Dankeschön. Vor den Let's Plays immer. Genau. Boah, diese Wege und diese Kletteranimationen sind schon geil gemacht, muss man sagen. Das hätte ich jetzt persönlich nicht so gemacht, aber... Jo, Aloy hat ihren eigenen Kopf. Die grauhaarigte Wartenmacher. Ein gutes Zeichen nehme ich an. So, du hast noch 4 Buchstaben vor dir, glaube ich. Ich glaube, es sind mehr als 4. Ich hab das Spiel schon mal durch. Gehabt. Zweimal. Schickt Wilgund dich? Er hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Oh, oh. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Oh, oh. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Ah, eine faire Einschätzung. Okay, untersuche das Banuk-Lager. Und man scheint die Nebenquest quasi noch gestartet, gerade wo wir es gar nicht wollten. Aber ich sehe auch gerade, die Zeit ist um. Warum habt ihr losgelassen, ihr Haufen Holzköpfe? Das Ding hier. Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lass mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Oh Mann, ey. Sie haben es verbockt. Das ist echt ein bisschen rassistisch gewesen, ne? Aus dem Osten kommt noch nie was Gutes. Wir untersuchen mal das Artefakt. Hä? Achso, das muss ich wahrscheinlich hier... mitmachen. Zack. Unbekanntes Artefakt. Hochentwickelter Prozessor. Schwer bestätigt. Das ist lange her. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager.
bevor die Maschinen zuschlagen. Also kurze Info. Das Lager der Banuk, die ja gerade unten waren, haben ja mit den Maschinen harmonisiert. Und das haben die diesen Teil hier zu verdanken, weil das Signale ausgesendet hat, dass die Maschinen friedselig werden lassen hat. Und die haben quasi schon fast eine Religion draus gemacht, von wegen, hey, die sind friedlich, bla bla bla, wir leben gemeinsam mit den Maschinen im Einklang. Und ja, der Typ, der hier gerade dabei war, das Ding auszugraben und auszuplündern, den haben wir gerade auch aufhalten können, bevor das halt komplett zerstört wird. Und jetzt müssen wir rüber zu den Banuk, wieder nach unten. Und ich frage mich gerade, ob wir das jetzt noch schnell machen oder das einfach aufs nächste Mal verschieben. Ich glaube, auf nächstes Mal. Weil gerade momentan ist eine gute Zeit, um das in 4 Abschnitte zu zählen. Also Leute, dann sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge auf YouTube wieder. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten. Ciao.